2 bittere Punkte liegen gelassen, Tom. Das tut richtig weh. Ja, wie du schon gesagt hast, wir mussten unbedingt gewinnen. Haben leider nicht geschafft. Aber es ist, tut sehr, sehr weh, ja. Woran hat es gelegen? Ich weiß es noch nicht. Also klar, wir haben die Chancen nicht richtig reingemacht. Vorne. Wir haben uns die Ziele, die wir uns gesteckt haben, denke ich mal, nur zur Hälfte maximal erreicht. Und ja, dann gewinnst du halt kein Spiel gegen Barling. War der Druck zu groß? Nee, das würde ich nicht sagen, dass der Druck zu groß war. Wir haben uns so vorbereitet wie auf jedes andere Spiel auch. Ja, woran es jetzt im Endeffekt gelingen hat, müssen wir jetzt nochmal analysieren. Und dann Kopf hoch und dann die nächsten Spiele gewinnen. Danke dir. Toi, toi, toi. Dankeschön. Christian, Nachdenklichkeit sehe ich in deinem Gesicht geschrieben. Was war denn heute los? Ja, du, das kann ich mir eigentlich selbst noch gar nicht so richtig erklären. Ne? Ich denke, das müssen wir dann in einer ruhigen Minute analysieren. Wir haben phasenweise eigentlich richtig gut gedeckt, haben sie immer zum Zeitspiel gezwungen, haben es dann halt irgendwie nicht geschafft, da den letzten Unterbruch zu schaffen, den Ball zu klauen. Vorne haben wir ein, zwei leichte Bälle verworfen und ja, ich denke, wenn man sich anguckt, dass wir in der ersten Halbzeit mit 4-0 geführt haben, waren wir eigentlich auf einem guten Weg, aber haben das Spiel dann so nach und nach aufs Down gegeben. Die ersten 10 Minuten war ein guter Start. Ich hatte auch das Gefühl, so in der 50. Minute war nochmal eine Auszeit, dass ab da nochmal die Sache sich für euch entscheidet oder für uns. Da waren wir auch tonangebend. Ja, klar, natürlich. Wir haben dann in der Auszeit haben wir dann gemerkt, dass hier generell noch was drin ist, ja? Dass wir es nicht jetzt verloren haben. Sind nochmal auf 2 rangekommen und ja, spielen eigentlich auch eine gute Entscheidung immer im 7-6. Aber dann fehlt es am Schluss so einfach das letzte bisschen Glück, dass wir dann halt den Ball reinmachen. Schauen wir nach vorne? Ja, na klar müssen wir jetzt nach vorne schauen. Weil das war ein Abstiegsspiel, ja, muss man knallhart sagen. Und jetzt müssen wir natürlich irgendwo noch Big Points holen. Toi, toi, toi. Dankeschön. Glückwunsch zum Sieg. Die zweite Halbzeit war deine Halbzeit aus meiner Sicht. Ja, würde ich nicht unbedingt sagen. Ich glaube, wir haben als Team haben in der zweiten Halbzeit überzeugt, nachdem wir am Anfang vom Spiel ein bisschen schlecht reinkommen sind, kämpfen wir uns zurück, gehen mit dem Unentschieden in die Halbzeit und haben den Fokus nicht verloren und unser Spiel weitergespielt, vor allem hinten mit einer guten Abwehr und einem guten Torhüter und dann eben vorne auch konzentriert weitergespielt. Und dass es ein enges Spiel werden würde, war klar, aber für uns war es wichtig, dass wir den Schritt weitergehen und heute haben wir den gegangen und da haben wir uns auch belohnt dafür. Ihr habt den Sack zugemacht im wahrsten Sinne. So ist es. Ja, wir wollten hier was reißen, haben aber gewusst, wir brauchen eine konzentrierte Leistung, ohne das wird es nicht funktionieren und das war heute dann ein Verdienst für die gesamte Mannschaft. Wie geht's für euch jetzt weiter? Ja, wir haben natürlich, jetzt müssen wir mal schauen, ein Wehmutsropfen natürlich mit Sascha Illes, der sich wahrscheinlich heute verletzt hat. Das tut natürlich unglaublich weh, weil er in den letzten Wochen sehr gut gespielt hat. Schauen wir mal hoffentlich, dass nichts Schlimmeres ist und dann bereiten wir uns nächste Woche auf das Spiel vor, der deutsche, amtierende deutsche Meister kommt und wir wollen alles in jedes Spiel reinlegen. Was genau er hat, weißt du noch nicht? Nein, ich denke, er ist umgeknickt mit dem Knöchel irgendwie, aber wie schlimm oder was, muss man sehen. Und ich hoffe, dass es nicht allzu schlimm ist. Gute Besserung? Ja, gute Besserung, danke. Ciao.